Es ist natürlich so, dass das wirklich ein völlig anderes Stück ist als Rheingold, ja, auch in einem völlig anderen Kontext. Wir wollten eben wirklich eine möglichst große Abwechslung haben. Dieses Stück erinnert fast ein bisschen an Ibsen. Es sind Ibsen-Figuren in einer großen, großen melancholischen Einsamkeit, die aufeinandertreffen. Also es ist wirklich ein anderes Stück. Ja. Im dritten Akt strandet da sozusagen einer der meistgebauten Luftrösser. Und da hat man sozusagen Assoziationsketten, ein ganz bekannter Film, der mich stark beeinflusst hat und eben auch an das Stück erinnert hat, ist natürlich von Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Ja.